Okay, was haben wir noch, Chat? Okay, die haben wir durch. 85er haben wir, 83er. Ich glaube, die 81er mache ich gleich zwischen den Spielen auf. 5x 83 habe ich. Ja, die zwei auf. 2x 11, 81 Premier League. Gucken wir mal. Gucken wir mal, Chat. 11x 81, wenn da Tots kommt, schon Big Win. Wenn nicht, dann, ja, Schwanz. Ja, Walkout aber zumindest. Take it. Support. Na, aber Walkout. Zweimal Walkouts, aber kein Tots, Digga. Pogba, ne? Aber Loris. Ist okay, Jungs. Ich nehme die mit. Machen wir das 85 Plus Pack auf. Komm, ein 85er. Tots wäre geil. Wenn nicht, dann nicht. Come on, EA. Tots wäre geil. Wenn nicht, dann nicht. Alter, 85er drin. Ey, Mann. Na, die machen wir zwischen den Spielen auf. Scheiß drauf. So, das mal gleich auf. Machen wir. Ich würde sagen, wir machen zwei von denen auf. Wenn da nichts kommt, hebe ich die für später auf. 5x83, bitte. Au, dicker Walkout. Zur gute Richtung. Toni Kroos. It's not bad. Sehr gut, Chat. Noch eins. 5x83, Nummer 2. Tots! Ronaldo! Ochocha, ja! Und ich habe die guten noch nicht aufgemacht, Chat. Das ist ein gutes Zeichen, Chat. Ich habe die guten noch nicht mal aufgemacht, Chat. We are in. Wir sind drin, Chat, mal. Jota ist big. Halbe Million, Jungs. Halbe Mill. Jungs, das ist richtig geil, Mann. Aus dem Pack schon mal. Ey, ich bin noch bei den guten noch nicht mal angelangt, Chat. Digga. Look at this. Jetzt bauen wir das Team noch nicht, weil jetzt baue ich den ein für heute. Den baue ich heute ein für halbe Million. Den baue ich ein. Puh, Baby, Junge. Der sieht gut aus, Chat, ne? Passen könnte ein bisschen besser sein. Tripling sieht aber gut aus. 5 Stellen Weakfoot. Ja, Flügel als 10er kriegen wir schon eingebaut. 1,78, wir schauen mal. Okay, machen wir vielleicht was anderes auf. Wir machen jetzt hinten das auf. Das hier, 5x85. Das ist mein drittbeste Pack, glaube ich, was ich heute aufmachen werde. Wir haben danach vielleicht noch das 84er und das 85er Pack von Swap. Das ist mein drittbestes Pack dann. 5x85. Maybe EA? Wenn Tots kommt, dann ist Premier League, Chat. Wenn Tots kommt, ist Premier League, deswegen. Dann schon Big Win eigentlich fast. Ja, aber ein dicker Walker wenigstens. Haaland wieder. Ah, ist gutes Futter, aber schade. Aber ich bin eh zufrieden jetzt. Ich bin eh schon zufrieden, deswegen scheiß drauf. Ich bin eh schon zufrieden. Ja, ist nicht so besonders, das Pack. Keine Dog. Dann machen wir das 2x86 als nächstes auf. Komm, direkt 2x86 noch hinterher. Come on, yay. Nochmal blau. Oh, come on, jetzt. Oh mein Gott, oben Diaz noch hinterher. Ich sehe alle von dem Gießen heute, Chat. Ey, Jungs, mein Account ist wieder cracked, Jungs. Zur Totzeit lebt es wieder. Der nächste Totz. Und wir haben die guten Swap-Packs noch nicht geöffnet, Chat. Vergiss das nicht. Oh mein Gott, ich bin zufrieden, Chat. Ruben Diaz, den bauen wir heute auch ein. Vielleicht was dahinter? Trent nochmal auf korrekt? Ich sag noch Trent auf korrekt und es kommt Trent auf korrekt. Oh mein Gott, what the fuck? Aus 2x86, Chat, what the fuck? Alter, what the fuck? Junge, what the fuck, dude? What the fuck? Alter, was ist denn hier los, Digga? Ich sag, gib Trent auf korrekt, EA gibt auch auf korrekt. Hä? Alright, the next bag, big pack. 3. 2, 1. Die Frage ist, der nächste Tots? Nein! Oh mein Gott! Morales! Ja, scheiße, Digga. Ja, das war's. Riverino, man. Digga, aber egal. Ja, wir haben schon vorher reingelackt, deswegen, aber... Okay, das ist Riverino, man. Ich muss dich noch schnell abgeben. 23:34:45. Noch 12, 11, 10 Sekunden. Come on. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
23.34 Uhr, 45. Gönn doch! Ja, es ist Tots! Ronaldo, bitte einmal! Oh mein Gott! Ich zieh zweimal in diesem Crackhead. Alter, ich weiß, gutes Futter, aber... Egal, vielleicht noch was dahinter, Chat. Vielleicht noch was dahinter. Cancelo kann noch dahinter sein. Wer kann noch dahinter sein? Cancelo... Ich weiß nicht, Trent. Gib mir noch einen Trent. Trent, aber Trent habe ich auch schon, ich Idiot. Gib mir Allison. Aber Bruno, gib mir Bruno Fernandes, bitte Bruno, dann wäre ich zufrieden. Bruno, bitte? Timber. Warte mal, wer war vorne? Gakpo. Gakpo, Pimmer. Ja, nee. Nee, das ist es nicht, Chat. Ich hab die Uhrzeit einfach verpasst, Digga. Okay, Chat. Wir gehen rein, die Week League. Bisschen Packer hatten wir gehabt. Und um die gezogenen Spieler haben wir ein Team gebaut. Was wir gebaut haben, seht ihr hier. Wir haben ein bisschen auch von der Community entscheiden lassen. Wir haben uns Allison geholt. Die Leute wollen wissen, wie gut er ist. Wir haben ihn am Start. Wir haben Trent gezogen. Direkt eingebaut mit Shadow. Es sieht nice aus. Ruben Dias haben eigentlich die Toti-Karte. Aber die Tots-Karte werden wir auch mal testen. Wenn er nicht gut ist, einfach Varane dann rein und ihn ersetzen. Oder vielleicht die Toti-Karte rein. Joe Gomez haben wir ja, mit dem ganzen Futter machen können. Sozusagen ohne eine Münze auszugeben. Sieht gut aus. Wir testen immer aus. Shadow wegen Antritt. Cancelo haben wir den Toti, den spielen wir. Den haben wir auch gezogen. Jota, sehr lucky. Den heute auf der 10. Den auf der 6, den kennen wir ja schon. Der ist stabil. KDB haben wir uns gegönnt für 1 Million auf der 8. Garincha über die Flügel. Raspadori über die Flügel. Und der Main Man. Ich hoffe, inshallah, dass er nicht noch mehr sinkt. Mané heute ist im Test mit 5 schnellen Skills. Gab zum ersten Mal in FIFA 5 schnelle Skills. Dann würde ich sagen, rein in die Höllenleague. Cruyff, Silberspieler. Alter, ist schlagbar, das machen wir jetzt. Boah. Ich bin ja so angespannt. Ich weiß nicht, warum ich immer so angespannt bin bei der Weekend League, ey. Finde ich einfach. Jawohl, Garincha. Du bist es, Garincha. Ja, nice Trick. Oh mein Gott, wer war das? Joe Gomez, ne? Joe Gomez, Digga. Was war das denn für eine Scheiße? Wie kann er da durchkommen mit so einem billigen Trick? Ich weiß nicht, warum. Ich bin so angespannt einfach. Oh mein Gott. Oh, das gibt's nicht. Digga. Bitte. Bitte. Alter, was geht hier ab, Chat? Bitte finish. Jawohl, Glück gehabt. Jawohl, reingelackt. I don't give a shit, Jungs. Ich nehme das mit. So reingelackt. Jawohl. Stark. Er ist schon nice, der Mané, aber ich muss gucken, wie gut sein Finishing ist. Also sein Schuss vom Tor. Oh mein Gott. Ich hoffe, der hat einfach nur Elkenpack-Luck gehabt, weil... Guck mal, was er abträumt, Digga, der Typ. Geistgestört. Komm durch. Gut. Bitte finish einfach. Ja, Raspadori, wichtiger Hase. Mané? Ja! Let's go, wichtig. Ist er raus? Jawohl. Oh, ich sehe mir Prime. Suarez ist in Rot. Ist gut. Wenn er spielen kann, ist das Team nicht schlecht. It's not bad. Komm jetzt, Mané, bitte. Boah, sein Schuss. Ey, ich habe nach links geschossen. Guck mal, er schießt wieder mittig. Ja, Mané, danke. Fucking hell. Mkhitaryan. So schießt man. Seht ihr das? Das meine ich. Das fehlt den Mané. Dieser krasse Schuss fehlt den einfach. Alright.
Boah, das zieht. Ich will nicht zu viel sagen, aber eigentlich. Digga, der hat nicht mal Campstyle auf den Spielern gegeben. Eigentlich muss es machbar sein. Oder er quittet jetzt. Raspadori. Der ist so gut, der Raspadori, ne? Ich sage euch, der ist 10-mal besser als Jota. Jawohl, wichtig und richtig, meine Freunde. Wichtig und richtig. Quick Win. Boah, gutes Team. Ich muss mich konzentrieren. Fucking Pussy, Digga. Ich schwör's, ich spiel gegen die größte Pussy und verliere gleich, ey. Man. Ja, Mann, nee. In seine scheiß Fresse. Jubel jetzt noch. Du musst jubeln. Alright, nächster Gegner. Ja, ist krass, Digga. Das ist krass, das Team. Komm, boah, was ein Pass von mir. Das Jota ist doch, Mensch, Digga. Ja, ich kann querlegen. Aber man kann auch einfach mal finishen, oder? Als Totzkarte. Ganz im Bildschirm schon voll gespuckt, weil ich am Ragen bin. Dankeschön, Garinche. Der Gegner quittet einfach. Ja, geil. Okay, nächster Gegner hat Leihkarte Vieira Cruyff. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so ekelhaft, das Tor. I take it, aber. Das war original Pay-to-Bug, Junge. Nein, hat er gut gespielt. Fuck. Oh mein Gott, Alice. Nein, Elfmeter oder was? Oh mein Gott, er gibt Elfmeter. Was? Ja! Ja, brich, Junge, brich, Gegner, brich, Digga. Durchbruch, Digga. Brich, Digga. Einfach gebrochen, 11 Bilder verschossen, 2 Kacktore kassiert. Das ist der Durchbruch, Digga. Hätte ich auch keinen Bock mehr, wenn ich 11 mit euch. Jam Powers. Das sieht gut aus, das Team. Alter, hast du diesen 5-5 da mitgenommen, den eigentlich gefühlt keiner mitholt, ne? Ja! Wichtig und richtig. Spielen einfach. Digga, was ein scheiß Pass, Digga. Bitte ein irgendwie. So ein Bitte. Ja, bitte kein Abseits. Ja, ja. Let's go. Joel Tomte. Oha, guck mal, seine Icons sind eigentlich nicht so geil, Mann. Ah, der kann was, der Gegner. Scheiße, der Gegner kann was. Bitte hoch. Nein! Digga! Ja, Ruben Dias, endlich hat er es geschafft, Digga. Endlich. Und wie der linken Stick arbeiten kann. So unfair. Digga, einfach reingepasst! Hier, das kann ich auch einfach rein! Oh, Tod bewegt. Niemals, ja, oh mein Gott, oh mein Gott, Alison, oh mein Gott, Digga! Tag. Nein, mein Gott, Digga, ey. Machen wir noch eine kleine Teambewertung zum Abschluss.
ein bisschen unglücklich verloren, das letzte Spiel, aber ja, gehen wir mal rein. Allison hat im Großen und Ganzen gut gehalten, das letzte Tor würde ich nicht mal ankreiden. Der hat eigentlich gute Paraden gemacht und eigentlich ein guter Keeper. Wie gesagt, das letzte Tor war einfach Delay. Das war, jeder hat heute Delay im Spiel gehabt. Das ist einfach dieses scheiß Server, ich weiß nicht, oder Vodafone, ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwas ist halt heute sehr träge und sehr delayed gewesen. Trent fand ich sehr gut, hat einen sehr guten Job gemacht. Standardsaison bei denen eigentlich auch ganz geil, kannst gute Eckbälle schlagen. Defensiv hat er sich nicht langsam angefühlt, Tackling war geil, Stellungsspiel war geil, Laufwege waren gut. Ich war eigentlich zufrieden, also Preis-Leistung wird wahrscheinlich früher oder später bei ihm stimmen, der geht ja unter 200k irgendwann. Ruben Dias war okay, aber man merkt schon, das ist die schlechtere Version als die Toti. Ich habe ja die Toti auch gezogen und schon gespielt, man, der spielt sich okay, das ist dasselbe so ähnlich, so Stellungsspiel ist in Ordnung, darfst halt nicht so viel in die Laufwege gehen. Aber muss ich eins sagen, der ist nicht so krass in der Luft wie der Dings. Ja, guck mal, der hat 84 Sprungkraft, ich guck mal ganz kurz den anderen Ruben Dias, der hat nur 84 Sprungkraft, ich glaube, der hat ein bisschen mehr hier, der, ne? Ja, 85 nur, okay, keine Ahnung, aber er hat irgendwie weniger Kopfbälle nach der Ecke gemacht als der Toti, normal macht er voll viel. Joe Gomez müsste ich noch ein bisschen öfter testen, erster Eindruck nicht schlecht, also hatte gute Aktionen gehabt, wenig Fehler gemacht. Was mir ein bisschen fehlt, ist diese Präsenz, die zum Beispiel Varane einen Marquinhos mitbringt, wo man sagt, oh shit man, ich habe dieses Gefühl von Sicherheit hinten, dass da nicht so dumme Tore passieren. Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber er hat eigentlich souverän gespielt. Ob er dann die 550.000 wert ist, muss ich nochmal weiter testen. Ich glaube, ich werde noch weiter spielen und nochmal testen und dann euch nochmal weiter Update geben. Nach heute kann ich sagen, er ist gut, er ist nicht schlecht. Aber ich würde momentan unter Varane, unter Marquinhos, Team of the Year, unter Rüdiger wahrscheinlich sogar setzen. Ist aber kein schlechter Spieler. Vielleicht ein bisschen zu teuer für das, was er abliefert. Jota, Digga, für einen Zehner, die sind das. 9 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen. Absolut Dogshit, man. Ich habe mich so gefreut, ihn zu ziehen. Ist auch einiges wert. 350k, 400k. Null besonders. Ich dachte, der wäre kleiner. Der ist 1,78 und so spielt er sich leider auch. Also der ist nicht unbeweglich, aber er ist kein Neymar. Ich dachte, der bewegt sich wie der Italiener hier vorne. So griechisch geschmeidig, Raspadori. Aber er bewegt sich nicht so geschmeidig. Er braucht ein bisschen, ja, der braucht ein bisschen länger diese, für diese Bewegung. Ja, und sonst, weiß ich nicht, habe auch keine guten Laufwege gesehen. Ja, der Rest war einfach nur so Standard. Das wäre jetzt einfach so ein 0815-Spieler, den man sich irgendwie für 70, 80k vom Markt holt und nicht für 350k. Also ich sag euch so, wird der in der Liga NOS spielen, nicht in der Premier League, wäre der Abschuss wert. Also der kostet nur so viel momentan, weil er Premier League spielt. Safe in der Liga NOS wäre der schon Abschuss, meiner Meinung nach. De Bruyne war für mich persönlich sogar mein Lieblingsspieler in diesem Team heute. Nicht so viele Scorer-Punkte gemacht, aber ey, der hat mir echt gut gefallen. Er ist viel besser defensiv, als ich gedacht habe, weil, ey, ich dachte, er wäre vielleicht offensiv krass, was er auch ist. Der macht gute Pässe und wenn du mal zum Schuss kommst, ist er nicht schlecht. Finesse ging so, fand ich. Finesse könnte besser sein, kam nicht so gut an. Pace könnte auch ein bisschen besser sein, aber was mir sehr gut gefallen hat, ist, der macht sehr viel alleine so. Zum Beispiel, wenn der Gegner den Ball holt und nach vorne spielt, er geht von alleine in diesen Passweg rein, sehr oft. Und dann fangt er ihn ab und dann kann ich ganz schnell nach vorne meinen Gegenkonter schlagen. Das passiert bestimmt heute 15 Mal oder sowas passiert. Also das gefällt mir, diese CPU, diese Spielintelligenz, die er mitbringt, wie er sich bewegt, diese Laufwege, mal wann rein in den Passweg. Und dieses hat mir sehr gut gefallen, also für mich persönlich. Von den neuen Karten, die ich getestet habe, hat mir am besten gefallen. War ein sehr geiler Achter, hat mir gut gefallen. Gute Präsenz und damit noch guten Mané. Und ich bin ehrlich, ist gut, aber ich bin ehrlich mit euch. Ich glaube, ein Cristiano Team of the Year oder Team of the Season ist nochmal heftiger. Der ist halt Meta, ne? Ist super schnell, muss man sagen. Körper ist super gut, er kann sich durchtanken, durchbacken. Dribbling ist okay, es ist kein 98 Dribbling, es ist gut für seine Körpergröße und Körperstärke. Aber was mir nicht gefällt, das ist schon bei der anderen Karte gut aufgefallen, ist einfach sein Schuss, Digga. Er hat einen guten Schuss, ja, aber er hat nicht einen außergewöhnlichen guten Schuss, wie ein Cristiano Ronaldo Team of the Year, wie ein Mkhitaryan, finde ich. Er macht halt nicht diese besonderen oder die schwierigen Schüsse, macht er nicht. Und wenn du schon 3 Millionen plus bezahlst, weiß ich nicht, dann flankst du das vielleicht auch von manchen Karten. Der ist gut, Skill muss clean, wirklich sehr geil, wie der die ausführt. Und dazu hat er noch viel Pace und viel Körper. Das ist eine tödliche Kombination, aber was mir noch ein bisschen fehlt, wie gesagt, ist noch ein tödlicher Schuss. Wer hätte das gehabt, würde ich sagen, oh man, das ist Maschine. Ja, aber heute als Solo-Stürmer war der gut, hat mir gefallen, aber ich weiß nicht, ob ich 3 Millionen bezahlen würde für ihn, weil ein bisschen mehr, du kriegst Cristiano Team of the Year und ich glaube, der war noch mal einen Ticken besser. Oder Dembélé zum Beispiel, diese eine Karte. Aber er ist auf jeden Fall top. Also wer den zieht, untrade, kann sich auf jeden Fall freuen, ja. 8-1 stehen wir. Wir gucken mal, was wir dann, wann wir weiterspielen. Vielleicht Sonntag, vielleicht Montag. Ich muss mal gucken. Ich habe es noch nicht im Kopf.